Hallo, mein Name ist Tanja Brandt und das ist der Gandalf. Oder auch nicht. Wir sind hier in der Passmühle. Das ist eine Auffangstation für verletzte Eulen, Greifvögel und Wasservögel. Ich wohne hier und versorge die Tiere mit. Und wir haben hier tatsächlich eine Menge zu tun. Wir haben sehr viele Tiere im Jahr. Und im Moment um die 500 Tiere noch ungefähr. Das waren jetzt schon einige Tiere, die ihr hier gesehen habt. Und der Gandalf gehört natürlich nicht dazu. Das sind meine Tiere, die ich mitgebracht habe. Und wir wollen mal schauen. Wir haben nicht das beste Wetter ausgesucht, für Gandalf sowieso nicht, aber wir wollen mal ein bisschen fotografieren. Wir shooten heute mal mit der Z-Serie von Nikon und wir wollen jetzt mal mit den Hunden den Tieraugen-Autofokus ausprobieren. Okay, jetzt kommt unser erstes Model, theoretisch, wenn er kommt. Okay, Noah, komm schnell! Juhu, Noah, ja komm schnell, super! Okay, wir haben das Licht jetzt hinter uns, damit es dem Noah genau in die Augen leuchtet. Und wir versuchen jetzt Actionbilder mit dem Tieraugen-Autofokus. Der Besitzer springt dann aus dem Bild, ne? Und der Assistent ruft den Noah. Ich bleib halb durchgedrückt, dass er das Auge erkennt. Okay, ihr könnt. Supi, klasse Noah. Also ich habe jetzt die automatische Tieraugenerkennung und bin auf Segenbild schnell. Okay, wir probieren jetzt mal den Birdie. Das ist eine ganz andere Farbe und ganz andere Hundesorte. Und ich hoffe nicht ganz so schnell. Ich fokussiere wie immer an. Bleib halb durchgedrückt, er erkennt schon das Auge. Mit dem Cursor kann ich entweder auf das linke Auge gehen oder ich switche nach rechts, dann fokussiert er das rechte Auge an. Und ich kann, wenn ich halb durchgedrückt bleibe, geht er immer mit. Ich kann mein Bild gestalten und er bleibt hier auf dem Auge, wie man sieht. Und dann kann ich auslösen. Ich kann den Bildschnitt verschieben. Der Tieraugen-Autofokus bleibt auf dem Auge stabil und auch bei Männchen bleibt der jetzt hier einfach auf dem Auge und wir können auslösen. Auch wenn wir ein bisschen nach rechts schwenken, bleibt er trotzdem auf dem Auge und hält auch bei Bewegung. Dann kann ich einfach mit 2.8 fotografieren. Wenn die Hunde extrem verschoben sind, dann müsste ich die Blende mehr schließen und dann habe ich natürlich auch mehr Hintergrund und ich will ja den unscharfen Hintergrund eigentlich haben. Wir probieren jetzt den Tieraugen-Autofokus mit zwei Hunden und das scheint bis jetzt super zu klappen. Er ist jetzt, hat jetzt den Fokus auf dem linken Hund und ich kann jetzt halb durchgedrückt bleiben und gehe mit dem Cursor nach rechts und er springt tatsächlich auf den braunen Hund, den Ace, und ich kann wieder halb durchgedrückt bleiben mit dem Cursor nach links und er hat wieder den linken Hund. Also das klappt super, er erkennt das richtig gut und es funktioniert auch mit zwei Hunden tatsächlich und ich kann zwischen vier Augen hin und her switchen. Er erkennt alle vier. Wichtig ist tatsächlich, dass man immer mindestens auf oder besser noch unter Augenhöhe von den Tieren ist, weil es einfach eine viel schönere Perspektive ist. Also es gilt einfach nicht zu knien oder zu stehen, das ist einfach nicht schön für Bilder. Und man muss als Tierfotograf einfach so ein paar Opfer bringen. Man liegt halt auch mal in Wasser, Kuhfladen, roten Ameisen, Disteln, was auch immer. Und einmal in Milben, da hat es uns wirklich, oh, das war ganz schlimm. Aber so ein bisschen Opfer muss man für gute Bilder einfach bringen und so ein bisschen Einsatz auch. Bis jetzt waren wir ja im Hellen und jetzt wollen wir einfach mal schauen, wie es im Dunkleren aussieht und wie die ISO-Empfindlichkeit der Zs sich da macht. Ich mache jetzt ein paar Porträts von dem Rüdi und zwar hier im dunklen Raum. Und damit wir einfach mal sehen, wie das mit hoher ISO funktioniert und ich habe eine 400stel, 1,8er Blende und 1250 ISO. Ich kann allerdings auch mal ein bisschen noch abblenden auf 2,8, dann sind wir bei 4500 ISO. Mal gucken, wie sich die Kamera da verhält. Oh, okay. Okay, Moment, Rüdi, komm her.
Komm schnell. Rüdi möchte erstmal die Kamera checken. Das findet er jetzt erstmal spannender. Hier. So, jetzt können wir weitermachen. Super, Rüdi. So, dann können wir nachher einfach mal zeigen, was für ein tolles Rauschverhalten oder vielmehr nicht Rauschverhalten die Z6 hat. Wir fotografieren mit der Z6 und mit dem 85mm 1,8 Objektiv. Rüdi! Supi! Auch Eulen muss man motivieren. Wir shooten heute den ganzen Tag schon im Regen, wie man sieht. Wir sind auch schon so ein bisschen durchgefroren, aber tatsächlich, den Objektiven macht es gar nicht. Die sind wirklich super abgedichtet gegen Wasser. Die Konverter übrigens auch, das ist das ganz Coole dran. Ich kann entweder den 1,4er Konverter oder den 2er Konverter dran machen. Man darf eins nicht vergessen, wenn ich jetzt an das 70-200 2,8 den 2,0 Konverter dran mache, verdoppelt sich natürlich auch die Blendenzahl. Also dann steige ich mit einer 5,6er Blende ein. Ich habe dafür aber allerdings auch doppelt so viel Brennweite, also 400 mm dann. Was wir damit machen, das zeigen wir nachher gleich mal, wie sich das auswirkt. So, ich hoffe, wir können die Konverter gleich mal an so einem wilden Kollegen da hinten ausprobieren. Mal sehen, ob er sich ein bisschen näher traut. Aber wir haben den Konverter drauf und dann werden wir einfach mal gucken, ob es klappt. Okay, der Reiher sitzt jetzt gerade mal hier oben. Und ich versuche den jetzt mal mit dem 70-200 und dem Telekonverter, mit dem 2,0er. Genau, einfach ein bisschen Bewegungsbilder. Ich habe jetzt die Verschlusszeit auf ein Tausendstel gemacht, weil wir einfach mehr Licht nicht haben und ich muss mit dem Zweifachkonverter ja bei 5,6 anfangen. Und wir haben den 1,4er Konverter jetzt drauf. Und ja, versuchen jetzt einen wilden Reiher im Flug zu fotografieren, was nicht ganz einfach ist, weil die Reiher natürlich fliegen, wohin sie wollen und man muss wirklich echt schnell sein und improvisieren. Und auch dafür ist die 70-200 einfach super. Sieht ein bisschen dämlich aus, wie man da so hockt, ne? Aber gut. Ja, man könnte natürlich auch einen 400er nehmen, aber es will halt nicht jeder wirklich so ein riesen Objektiv mitschleppen. Und ein 70-200 ist einfach handlich und ich kann einen Konverter dran machen, entweder einen 1,4er oder einen 2,0er und kann dann einfach meine Brennweite so variieren, wie ich sie brauche, weil es einfach, ja, ein 400er ist natürlich auch so, ne? Das muss man wirklich sagen und auch das Gewicht ist nur Vielfaches mehr. Und ich brauche natürlich auch einen riesen Rucksack für einen 400er. Für mich ist das 70-200 wirklich das beste Objektiv, also weil es einfach der Allrounder ist. Ich kann es auf Touren mitnehmen, es ist nicht so wirklich schwer, auch nicht so wahnsinnig unhandlich. Ich kann es mit den Konvertern nutzen, mit dem 1,4er, mit dem 2,0er Konverter. Ich kann Porträts damit machen, Actionbilder, Bewegungsbilder. Es ist super scharf, super schnell und für mich tatsächlich wirklich der Allrounder. Auch für einen Einstieg absolut ideal. Okay, wir müssen natürlich den Tieraugen-Autofokus auch noch einstellen. Dazu müssen wir die Kamera natürlich anschalten, gehen hier ins Menü rein. Und ich hätte jetzt gesagt, wir gehen in den Stiftmodus, aber ich habe mir gerade von den Technikern erklären lassen, das ist die Individualfunktion. Dann nehmen wir die und da gehen wir auf A, auf den Autofokus, gehen auf A4, das ist der Punkt für Gesichtsaugenerkennung. Und hier unten ist die Tiererkennung ein. Da oben ist für Menschen, hier ist für Tiererkennung. Es irritiert ein bisschen, weil hier off aussteht, aber da schalte ich es einfach wieder aus. Also es ist tatsächlich aktiviert und steht auch drunter, die Augen- und Gesichtserkennung für Hunde und Katzen ist aktiviert. Die Augenerkennung ist während Filmaufnahmen deaktiviert. Brauchen wir nicht so unbedingt. Dann bestätigen wir das, Tiererkennung auf ein und dann haben wir eingeschaltet. Ich drücke einmal den Auslöser halb durch und gehe jetzt hier auf die Info-Taste, weil das eigentlich so ziemlich am schnellsten und am einfachsten für mich ist. Und wichtig ist tatsächlich, dass wir hier hinten, wenn wir auf die Info-Taste gehen, in die AF-Messfeldsteuerung gehen und auf den letzten Punkt. Und da muss unbedingt für den Tieraugen-Autofokus der letzte Punkt markiert werden, nämlich die automatische Messfeldsteuerung, sonst funktioniert es nicht so wirklich gut. Wir können als Autofokus, können wir hier den AFC einschalten
und den Continuous Autofokus. Und ja, was auch noch wichtig ist tatsächlich, ist, dass man immer die neueste Firmware drauf hat, um die Funktionen auch alle entsprechend zu nutzen. Ich hoffe, ihr könnt mit den Tipps wirklich was anfangen und könnt das auch ein bisschen in die Tat umsetzen und habt auch Spaß an tollen Bildern und am Equipment. Der Trick ist tatsächlich hier dieser unterste Wert, die längste Belichtungszeit. Und den stelle ich auf das ein, was ich machen möchte. Also in dem Fall möchte ich zum Beispiel Porträts machen. Dann kann ich eine lange Verschlusszeit machen und nehme zum Beispiel ein 250stel. Das stelle ich so ein. Also wenn ich hier reingehe, kann ich einfach meine Verschlusszeit wählen. Hier nehme ich jetzt ein 250stel, bestätige das und gehe raus. Und jetzt sieht man hier unten an den Werten auch, die Kamera hält immer die 250stel, nimmt die Blende, die ich vorgegeben habe, und passt jetzt die ISO automatisch an, weil ich ja die ISO-Automatik anhabe. Wenn es jetzt, hier kann man ganz schön sehen, wenn es jetzt dunkler wird, dann geht die Kamera blitzschnell mit der ISO hoch und das kann tatsächlich kein Fotograf der Welt kann so schnell reagieren, wie diese Kamera reagieren kann. Und wenn es heller wird, dann geht er mit der Kamera auf meinen untersten Wert, also die ISO 100, und verkürzt die Verschlusszeit dann entsprechend. Und das macht er wirklich so, so schnell. Und genauso umgekehrt, wenn ich jetzt Bewegungsbilder machen möchte, dann gehe ich einfach in das Menü wieder rein. Ganz praktisch ist auch, er springt immer auf den zuletzt ausgewählten Menüpunkt, springt er immer zurück. Also wenn ich jetzt wieder reingehe ins Menü, geht er wieder auf meinen letzt gewählten Punkt. Dann gehe ich da rein. Und dann kann ich hier unten einfach die Verschlusszeit zum Beispiel für Bewegungsbilder auf 1250stel Sekunde machen. Und für Greifvögel im Flug oder ganz schnelle Bewegungen kann ich ein 1600stel vorgeben. Und ansonsten reichen mir 1250, wenn ich jetzt irgendwie Hunde in Bewegung mache. Dann bestätige ich das. Und jetzt genau dasselbe. Also er hält einfach die 1250stel und geht entsprechend mit der ISO rauf, wenn es dunkler wird, und wenn jetzt die Sonne durchkommt, dann geht er mit der ISO wieder runter und verkürzt sogar auch die Verschlusszeit. Und das Einzige, was ich tatsächlich wirklich noch mache an der Einstellung, ist, dass ich natürlich meinen Fokuspunkt verschiebe, wenn ich fotografiere, klar, und dass ich hier oben über die Plus-Minus-Taste mein Bild ein bisschen abdunkel oder aufhelle. Aber mehr brauche ich eigentlich nicht machen, weil die Kamera macht wirklich tatsächlich echt alles von alleine.